Nach diesem Video wirst du genau wissen, wie du deine Rechtschreibung am besten verbessern kannst. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, wie du deine Rechtschreibung am besten verbessern kannst. Weil das ist auch ein Punkt, den werde ich immer wieder gefragt, den ich auch lange Zeit, ehrlich gesagt, gar nicht so krass am Schirm hatte. Aber es ist natürlich auch extrem wichtig, dass du dich in der Rechtschreibung auch sehr gut verhältst. Ich wusste aber gar nicht, dass so viele von euch diesbezüglich Probleme haben. Dementsprechend gehe ich jetzt hier in diesem Video darauf für euch ein. Und das Allerwichtigste hinsichtlich jeglicher Sache, ja, es wird auch bald noch ein Video zum Wortschatz in Englisch kommen, da werde ich etwas sehr, sehr Ähnliches sagen, das gilt allgemein, ja, ist, dass ihr die Dinge einfach macht. Es bringt euch überhaupt nichts in Bezug auf die Rechtschreibung, den Duden 27 Mal durchzukauen. Es bringt euch überhaupt nichts, irgendwie die ganze Zeit spezielle Wörter nochmal zu lernen. Das ist nicht das, wie es funktioniert, sondern es funktioniert alles durch konkrete Anwendung. Das bedeutet, wenn du für dich merkst, hey, irgendwie in den Deutschaufsätzen, ich kriege die ganze Zeit richtig schlechte Noten in Bezug oder richtig schlechte Punktzahlen in Bezug auf meine Rechtschreibung, dann guck dir ganz speziell an, woran scheitert es bei dir. Lern bitte nicht allgemeine Rechtschreibung, hol dich auch nicht irgendwie eine allgemeine Rechtschreib-App oder sonst irgendwas, sondern guck dir mal ganz genau an, wo wird mir das denn immer wieder angekreidet? Und das merke ich auch im Coaching bei unseren Teilnehmern ganz oft. Viele sagen, oh, meine Rechtschreibung ist nicht so gut. Ja, die kommen zu uns und sagen, meine Rechtschreibung ist nicht so gut. Wenn man dann da mal genau reingeht, merkt man zum Beispiel, eigentlich habt ihr nur eine konkrete Sache oftmals nicht verstanden. Beispielsweise die Kommata. Ja, es kann ja sein, dass du grundsätzlich von der Rechtschreibung ganz gut bist und du weißt, wie man welches Wort schreibt, nur hast du vielleicht Probleme mit den Kommata oder auch mit dem das, ja, dass das mit 2s und dass das mit einem s. Wann verwende ich welches? Deswegen überleg dir mal konkret, was ist das der Punkt bei der Rechtschreibung, der dir schwerfällt. Es ist nicht allgemeine Rechtschreibung. Es kann sein, dass du zum Beispiel, gibt es ja auch sehr viele, die hier die Videos anschauen, dass du erst vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen bist. Dann ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, aber da merke ich auch, wenn ich mit euch im Austausch bin, ihr seid sowieso vom Sprechen her schon sehr, sehr gut im Deutschen. Das Wichtige für euch ist nur, dass ihr noch mehr Deutsch auch schreibt. Aber das passiert durch den Unterricht natürlich sowieso. Aber für diejenigen, die jetzt hier schon seit längerem oder seit immer in Deutschland sind, für euch ist es einfach so, ihr habt nicht, ist ja nicht so, dass ihr Deutsch nicht könnt, ja, sondern es ist meistens, dass ihr gewisse Komponenten der Rechtschreibung noch nicht 100% verstanden habt. Und die könnt ihr speziell nochmal nachschauen. Also, wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, ich habe irgendwie immer Kommata angestrichen, dann guckt ihr einmal die exakten Kommata-Regelungen an. Da musst du auch nicht das studiert haben, sondern du musst einfach nur ein paar Basics verstehen, wie es ganz aufgebaut ist. Und dann machst du es ja auch konsequent richtig. Das gleiche gilt bei das versus das. Ja, das ist mit einem S und mit zwei S. Und du musst halt für dich einfach mal, nimm einfach mal deine letzte Deutschklausur oder schreib einen Deutschaufsatz, lass es von der Lehrerin korrigieren und dann guck dir an, wo irgendwie die Probleme liegen. Und dass du dann halt wirklich auch konkret sagen kannst, hey, das sind einfach meine zwei, drei größten Probleme in der Rechtschreibung. Und wenn du die dann gelöst hast, einmal konkret nachgeschaut hast, wie funktioniert das dann, und dann jedes Mal, wenn du dann im Idealfall direkt im Anschluss nochmal was auf Deutsch schreibst und dann genau auf diese zwei, drei Komponenten achtest, dann wirst du sowieso direkt besser machen und 80% deiner Rechtschreibfehler sind weg, weil die meisten Rechtschreibfehler alle immer aus dem gleichen Missverständnis über irgendeine Komponente heraus folgen. Deswegen, bitte unbedingt das machen. Dann, wenn du sagst, du bist aber auch allgemein, das gilt auch für diejenigen, die vielleicht erst vor ein paar Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, gilt, wenn ihr sagt, ihr wollt allgemein euer Deutsch verbessern, ihr wollt allgemein euch noch auch präziser ausdrücken, auch für diejenigen, die jetzt in Deutschland hier geboren worden sind, seitdem hier sind, ihr könnt auch einfach nochmal, dass auch wenn ihr sagt, ich habe keine Rechtschreibprobleme, ihr könnt trotzdem nochmal euer Level krass erhöhen, indem ihr zum Beispiel spezielle deutsche Bücher lest. Ihr merkt das zum Beispiel manchmal vielleicht bei mir, manchmal gewisse, ich sage auch ganz mal Kacke und Scheiße in den Videos, gleichzeitig verwende ich aber vielleicht auch manchmal Formulierungen, die vielleicht wesentlich gehobener sind. Ja? Und das liegt auch da bei mir, ich lese nicht so viel, aber das hängt natürlich auch zum Beispiel damit zusammen, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Und das kann bei euch aber zum Beispiel auch sein, welche Bücher ihr lest. Natürlich, wenn ihr irgendwelche Bücher lest, wo, keine Ahnung, halt nur der absolute Basiswortschatz verwendet wird, dann ist es kein Wunder, wenn ihr auch absoluten Basiswortschatz in den Deutschaufsätzen schreibt. Wenn ihr aber zum Beispiel auch mal Bücher lest, wo vielleicht einfach auch mal ein bisschen eloquentere Sprache verwendet wird, wo vielleicht auch mal ein paar Begriffe fallen, die du vielleicht so jetzt auf der Straße hier jetzt nicht unbedingt hörst, ja, dann ist es logisch, dass du das dann dementsprechend auch in deinen Deutschaufsätzen ummünzen kannst und dann dementsprechend natürlich auch nochmal wesentlich bessere Noten bekommst. Weil wenn es eine Sache gibt, die Deutschlehrer lieben, dann irgendwelche besonderen Wörter, die irgendwie total hip klingen. Dementsprechend nutzt das sehr, sehr gerne für euch und seid euch vor allem bewusst,
Anwendung und dann wird das Ganze auch konstant besser. In diesem Sinne, wenn du dich auch speziell in der Rechtschreibung oder in jeglicher anderen Thematik hinsichtlich Oberstufe, Abitur, Schule verbessern möchtest, dann komm sehr gerne zu uns ins Traumabitur-Coaching. Genau dafür sind wir da. Da kannst du dich einfach im ersten Link in der YouTube-Beschreibung oder auch im angepinnten Kommentar kostenlos und unverbindlich dafür bewerben. Und dann können wir da eben auch schauen, wie wir dir da in Form von unserem Coaching weiterhelfen können. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. My dream, I can't let none of these looks in vain. No, most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah.